Okay, Yerev Tov, Shalom, Shalom. Wir beginnen Shiur Halacha, so wie jeden Dienstag. Die heutige Shiur werden wir beschäftigen, also am meisten mit Halachot von Kashrut, verschiedene Fragen bezüglich Kashrut und auch eine interessante Halacha über Kiddush Levana. Beginnen wir mit Kashrut. Also die erste Frage, was wird gefragt? Es war am die Frage ist, ob darf man, es wurde diskutiert gestern, ob man darf irgendwie verwenden ein nicht koscheres Geschirr für koscheres Essen. Das heißt, wir wissen doch, dass wenn es ist etwas nicht koscher, zum Beispiel eine nicht koschere Topf, was irgendwie wurde gekocht damit, etwas nicht koscher. Nun, wir wissen, dass man darf doch nicht kochen mit diesem Topf. Mit verschiedenen Bedingungen, mit verschiedenen Vorschriften, was ist passiert vorher. Aber auf jeden Fall die Frage ist, ob darf man überhaupt irgendwie diese Topf oder andere Teller nicht koscher zu verwenden für koscheres Essen von vornherein, Lechatchila oder Bediawad oder unter welche Bedingungen, unter welche Vorschriften, was ist genau die Situation, was ist die Anweisung in dieser Situation? Also der Shulchan Aruch sagt uns in Yoreh Deah, Siman Tzadik Alef. Dass wenn etwas Koscheres wurde gelegt in eine nicht koschere Geschirr, Topf oder Teller oder ein Tablett, egal was, bald sehen wir die ganze Unterschiede. Dann muss man muss es waschen. Das heißt, man spricht über kalte Sachen wahrscheinlich. Aber die Frage ist, wann darf man doch hinlegen etwas und man braucht es nicht waschen, weil der Schwan auch sagt uns, dass wenn man braucht es zu waschen, sauber machen, wenn es war in einem nicht koscheren Geschirr, dann man darf es überhaupt nicht hinlegen von vornherein. Warum? Es soll nicht gelegt werden in ein nicht koscheres Geschirr. Warum? Weil dann es ist die Befürchtung, dass du sollst vergessen, das Waschen und Reinigen später, sauber machen später. Zum Beispiel, wenn es wurde gelegt, ein koscheres Fleisch in eine nicht koschere Tablette, in ein nicht koscheres Geschirr. Ich rede jetzt über kalte Sachen. Bald sehen wir, was doch. Dann steht geschrieben, dass man soll es waschen später. Und deswegen, man soll von vornherein nicht hinlegen. Warum? Weil wenn es wird gelegt, dann es hat Befürchtung, vielleicht wirst du später das vergessen, sauber zu machen. Aber in welchen Umständen doch darf man legen etwas koscher in eine nicht koschere Geschirr und auch wenn es ist nicht gewaschen später, ist es kein Problem. Sagt uns der Ramo, Rabbi Moshe Irselich, sagt uns in der Shulchan Aruch, Siman Tzadik Alef, Sif Bet, sagt er, wenn unter drei Bedingungen, unter drei Umständen darf man schon etwas machen. Und das ist der folgende Fall. Wenn der Topf oder die Teller, was du nenntest als nicht koscher, wieso ist es nicht koscher geworden? Wenn es ist nicht koscher geworden, weil hast du damit etwas gekocht oder etwas Heißes nicht koscher gelegt, wenn es ist so verboten geworden, wenn hast du unter so eine Art und Weise hast du das verbietet, dann in so einem Fall, man darf es überhaupt nicht mehr verwenden. Für gar nicht. Aber, sagt der Ramon, wenn es ist doch verwendet wurde für nicht koscher, aber
nicht mit heißes Essen, das heißt, wurde nicht gekocht oder auch wurde nicht gelegt auf den Teller irgendwie heiße, warmes Essen, sondern man hat es verwendet nur mit Zonen, mit Kar, mit kalte Sachen. Das bedeutet, man hat dort irgendwie nicht koscheres Wein gelegt oder nicht koschere Soße gelegt oder was weiß ich, aber etwas, das war so wie ein Container, was wurde dort gelagert, nicht koscheres Essen, aber es war alles mit kalt. Auch mit feucht oder trocken, egal, aber es war kalt. In so einem Fall, sagt der Ramon, doch, man darf es später verwenden, auch für koscheres Essen, aber welche? Nur kalt und trocken. So sagt der Ramon. Das heißt, es muss sein, dass vorher, es ist verboten geworden, weil es wurde gelegt dort nur kaltes Essen, nicht koscher. Später darfst du das verwenden bei koscheres Essen, bei kaltes, trockenes, koscheres Essen. Aber wenn es ist feucht oder wenn es ist warm, das darf man überhaupt nicht verwenden. Okay? So ist die erste Meinung von der Ramon. Die andere Poskim, so wie Taz und Shach, Tureis Av und Sifte Kohen, die sind ein bisschen mehr leichteres und die sagen, wenn es wurde gelegt, wenn es wurde verboten geworden, wenn es wurde verbotet, gerade dadurch, dass wurde das verwendet mit nicht koscheres Essen bei kaltes Essen, kaltes nicht koscheres Essen. Das ist der Grund, das ist die Ursache, warum es ist, diese Geschirr verboten geworden. Dann darf ich das später verwenden für koscheres Essen, auch wenn die koscheres Essen ist kalt, aber auch wenn es ist feucht. Das heißt, darf ich dort irgendwie koschere Soße lagern oder was weiß ich, ein feuchtes Fleisch und so weiter oder Fisch, was soll nicht sein, egal. Das heißt, das ist auch, die sind ein bisschen mehr leicht, die sind nicht so streng. Und der Sifte Kohen geht noch weiter und er sagt, wenn es ist nur durch kaltes, nicht koscheres Essen geworden, es ist kein Problem. Darf ich doch auch legen etwas Feuchtes kalt und auch warmes Essen trocken. Trockenes, warmes Essen darf ich das auch verwenden. Das heißt, sagen, dass die gehen noch weiter. Das heißt, aber wenn es ist geworden, verboten durch warmes, nicht koscheres Essen, sagen die, der Taz und der Schach, dann darf ich das verwenden bei koscheres Essen, bei trocken und kalt. Das heißt, auf jeden Fall kann man sagen, die Zusammenfassung, weil das ist zu viel Details, kann man sagen, Zusammenfassung, dann, wenn es ist, etwas verwendet, ein Geschirr verwendet wurde für nicht koscheres Essen, aber nur mit kaltes, später kann man das später verwenden mit koscheres Essen bei kalt, trocken oder feucht. Und es gibt solche auch, was sagen, auch bei warm. Aber wenn es ist geworden, gerade verboten durch ein Grund von, wurde verwendet, nicht koscheres Essen, etwas warm gekocht oder andere heißes Essen, andere heißes Gericht, dann, die Gerichte war schon heiß, dann es ist schon ein Grund, doch zu verbieten. Der einzige Fall, das kannst du das später verwenden, ist maximal bei kaltes, trockenes, koscheres Essen. Aber das auch soll nicht sein, soll sein nur eine temporäre Sache und irgendwie bederech arai, so wie die Halacha sagt, und nicht etwas für ewig, für ständig, weil man kann doch später machen damit Probleme. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung,
wieso macht man in Commercial, in die alle Fabriken, wieso kann man überhaupt koscher machen und koscher verwenden, solche Sachen, solche Linien, was normalerweise werden verwendet für nicht koscher, und wie kann man das koscher machen dann, wenn es ist dort gekocht etwas oder mit Dampf, dann muss es selbstverständlich kaschen. Aber wenn es ist nicht nur mit Kaltes produziert, dann muss man das gut waschen und gut reinigen und gut sauber machen. Und später kann man das verwenden für eine koschere Produktion. Und das wird gemacht, also tatsächlich jeden Tag in verschiedenen Fabriken unter die ganze Welt. Okay? Das ist die Frage Nummer eins. Und die Antwort, wie gesagt, die Antwort ein bisschen nicht so einfach, weil es gibt mehrere Meinungen und mehrere Details, aber auf jeden Fall, das ist selbstverständlich, wenn es ist, verbotet wurde, nur mit Kaltes nicht koscheres, dann kann man das ganz, ganz leicht später verwenden, auch bei koscheres Essen, bei kaltes Essen, trocken oder feucht. Okay, das ist Frage Nummer 1. Es gibt eine Frage? Na, alles ist klar, Baruch Hashem. Dann gehen wir zu der zweiten Frage. Dann gehen wir zu der nächsten Frage, Frage Nummer 2. Also viel diskutiert da, wenn ich spreche da mit Menschen davon, es gibt manche Menschen, wenn ich rede mit denen über Halachot, und die haben mir gesagt, ja, wenn es geht um Basar b'Chalav und Fleisch und Milch, ja, wir sind Aschkenazim, und bei Aschkenazim, wir sind doch Minhag Aschkenaz, dass wir warten nur 3 Stunden zwischen Fleisch und Milch. Und brauchen wir nicht warten 6 Stunden? Es gibt solche, was sie immer sagen. Jeder bringt irgendwie ein Minhag, was er gelesen hat oder gehört. Und die Frage ist tatsächlich, ob es gibt so eine Meinung, dass 3 Stunden oder 1 Stunde oder was weiß ich, reicht, um zu später eine Unterbrechung machen zwischen Fleisch und Milch, oder braucht man unbedingt 6 Stunden zu warten? Und die Antwort ist, ich werde ein bisschen das verbreiten, ich werde das ein bisschen die Hintergründe bringen, was ist genau die Meinungen, und dann werde ich wie immer eine Zusammenfassung machen. Also, in Siman Peitet in Yoredei, in Chol Basar B'Chalav, sagt uns der Shulchan Aruch, dass wir haben darüber auch gesprochen letzte Woche, dass nach Fleisch, wenn wird gegessen Fleisch, egal ob Rindfleisch oder Hähnchenfleisch, muss man später 6 Stunden warten, bis wird erlaubt, wieder Milch zu essen. Und was ist der Grund? Es gibt zwei Hauptgründe, was wird gebracht in Rishonim. Der Rashi sagt, auf der Talmud, der Rashi auf den Gemara dort in Chulin sagt, warum? Weil das Geschmack von Fleisch, das Fleisch hat so eine, bis es wird verdaut, es hat so eine starke Geschmack und starke Fett, das zieht immer und dauert 6 Stunden, bis es geht vorbei. Deswegen soll man gar nicht später essen, etwas, was ist von der Gegend, die Gegensort. Warum? Weil das macht schon eine Mischung zwischen die beiden, weil, wie gesagt, es wird noch verdaut in die Körper, in der Magen-Darm, und so sagt, es zieht nach oben so ein Geschmack von Fleisch. Und deswegen, man soll dazu nicht essen und mischen Milch. In Ordnung. Das ist eine Grund. Der andere Grund von Rambam, der Rambam, der Maimonide sagt, der Moshe ben Maimonide sagt, warum ist das? Wegen Basar Shebeina Shinaim. Das heißt, wenn es wird gekeilt, also die Fleisch, wenn es wird gegessen und gekeilt, dann bleibt immer Fleisch zwischen die Zähne. Und dieses Fleisch dauert 6 Stunden, bis es geht weg. Und auch wenn es später, wenn es ist da ist, aber das hat schon keine, nach 6 Stunden hat es keine, es nicht gezählt als Fleisch, sondern schon als Müll, als gar nicht. Aber trotzdem soll man das entfernen, wenn man spürt, dass es gibt noch Fleisch, was geblieben nach 6 Stunden. Aber auf jeden Fall, das sind die Haupt 2 Gründe, warum gerade es ist, man muss machen eine Unterbrechung von 6 Stunden, bis wird gegessen, Milch nach dem Fleisch. Auf jeden Fall, so ist die Meinung von Shulchan Aruch, wie gesagt, das sind 6 Stunden. Interessant, in der Gemore, in der Talmud steht nicht, dass man soll warten 6 Stunden. In der Gemore steht, dass man soll
dass man darf es nicht essen in eine Souda, in eine Mahlzeit. Und die Rishonim haben so verstanden, dass es mindestens muss schon sein. Das heißt, muss schon zwei unterschiedliche Soudot sein. Aber dazu muss zwischen den Soudot sein 6 Stunden, weil sonst es ist wie eine Mahlzeit. Und dann sagt der Ramon, der Rosh Minag Ashkenazim, er bringt dort, er sagt, wie Yeshomrim, dass man braucht nicht zu warten 6 Stunden, sondern es reicht, wenn man macht Birkat Hamazon, das heißt, die Mahlzeit wird beendet und später man macht sauber, man wäscht und man macht sauber den Mund und die Zähne und das reicht und kann man schon zweites Souda sofort anfangen. So sagt der Ramon, es gibt solche, was so sagen. Aber dann sagt er, doch, der Minhag Pashut, der Minhag ist, so sagt der Minhag von Ashkenazim, ist doch 1 Stunde zu warten. So sagt der Ramon, interessant, 1 Stunde. Und vielleicht, das ist es gibt solche, was erklären, das ist nach der Zohar, weil der Zohar sagt, Bescheid Tochado. Der Zohar formuliert diese Unterbrechung als 1 Stunde. Aber 1 Stunde in Zohar, kann man das verstehen, 1 Stunde als Stunde, wirklich 60 Minuten, oder kann man das verwenden auch, kann man das auch erklären und deuten, nicht als 60 Minuten, sondern als eine Weile. Das heißt, dass man darf nicht in eine Weile beides essen, sondern man braucht schon eine Weile Unterbrechung. Eine Weile kann sein auch 6 Stunden. Der Zohar sagt es nicht. Aber auf jeden Fall, der Ramon bringt das so eine Meinung, dass es kann sein, dass 1 Stunde doch reicht. Aber am Ende sagt der Ramon, doch, dass es gibt Medagdikim, es gibt auch bei die Ashkenazim, was warten 6 Stunden, und das ist der richtige Minag. Wir sagen Minag nachon, und ebenso sagen die alle Choshuwe Poskim, die alle wichtige Poskim von der Ashkenazim, beginnt von dem Marschall, Rabbi Shlomo Luya, was war in Koke, und die alle Gdoile Poilin, und der Schach, und das, alle sagen, dass alle Bnei Torah, und alle, was haben einen Geruch von Torah, muss man schon vorsichtig sein, und muss schon streng sein, dass man soll warten 6 Stunden, und nicht 1 Stunde. Und so ist die Minag, was ist geworden. Dann, es gab solche Minagim, gerade da in Ashkenaz, gerade da in Deutschland. Gerade es gab solche Gemeinden. Also, ich rede jetzt 100, 200 Jahre zurück, nicht jetzt und nicht vorher. Die Minag, weil im Anfang alle haben eingehalten, die Minag von 6 Stunden. Später gab es solche Minagim und die haben gesagt, es gibt die Brach, kann man das erklären nach der Meinung von Pri Chadash, es gibt ein Buch Pri Chadash, was er sagt, es geht doch je nachdem, wie viel ist eine Unterbrechung zwischen die zwei Mahlzeiten. Und zum Beispiel sagt er, jetzt tief im Winter, was im Winter, die Tage sind sehr kurz und die Menschen kommen nach Hause früher als im Sommer. Und dann sagt er, vielleicht kann man schon sagen, dass in Winterzeit, kann man schon sagen, dass die Mahlzeiten sind näher und nicht so entfernt eine von der andere. Und deswegen vielleicht 3 oder 4 Stunden reichen schon zwischen die Mahlzeiten, zwischen die Fleisch und Milch. Und es gab, wie gesagt, es gab solche Gemeinden, dass die haben gesagt, okay, wenn vielleicht ist dort die Minag auch im Sommer so hier in Deutschland, hier in Ashkenaz so früh zu essen, ist auf jeden Fall, und deswegen daher ist geboren, so ein Minag, so ein Brauch, dass doch, man wartet nur 3 Stunden und nicht mehr. Aber wie gesagt, die alle anderen Poskim sind dagegen. Und deswegen, wenn jemand fragt mir da, und deswegen die Poskis Manen und die alle schreiben, also die Poskim von unserer Zeit, die alle schreiben, dass alle müssen heutzutage 6 Stunden warten. Ansonsten die, was haben wirklich eine klare Gemeinde, eine wichtige Gemeinde, dass die ganze Gemeinde ist so neu. Aber ich kenne nicht in Deutschland auf jeden Fall so eine Gemeinde, was kann man sagen, dass sie hat, kann man das definieren als Gemeinde von Ashkenaz? Es gibt schon kaum irgendwie Gemeinde von Ashkenaz. Das kann man finden, Gemeinde von Ashkenaz kann man finden in der Schweiz und in New York und in Bnei Brak vielleicht eine. Also in New York, in Washington Heights, also die Frankfurter Gemeinde. Die Frankfurter Gemeinde befindet sich nicht mehr in Frankfurt, sondern in Washington Heights. Und dort auch, es ist fast schon alles zu Ende, weil es gibt keine Vorsetzung mit den jungen Generationen. Also nicht hier, es ist keine historische und
soziologische Schüler da, aber auf jeden Fall, wenn man will wissen, also wobei die echte Minhagei Ashkenaz ist gerade geboren bei uns in Frankfurt, aber die Situation ist gerade jetzt nach dem Krieg, dass die Frankfurter Gemeinde, kann man das nicht definieren als Ashkenaz Minhagim, weil man ist nicht neu in der Ashkenaz Minhagim. Die, was haben da nach dem Krieg gebaut hat gegründet die Gemeinde, die waren doch nicht Jekes, die waren doch nicht von Deutschland, sondern von Polen, dass die hatten andere Ashkenaz Minhagim, doch Minhagei Ashkenaz, aber Minhagei Ashkenaz von Polen, also mehr Chassidisch und mehr auf jeden Fall die Minhagim von Ramoy. Deswegen kann man nicht heute sagen, vielleicht in der Schweiz, es gibt so eine Gemeinde oder wie gesagt in New York, das hat so eine, die originale, die ursprüngliche Minhagim in Frankfurt, von Frankfurt und von Deutschland, von Ashkenaz, aber wenn es gibt keine ordentliche Gemeinde, was definiert sich als Ashkenaz-Gemeinde und benennt sich mit solchen Minhagim, kann niemand sagen, heute von Frankfurt oder von woanders in Deutschland, und sagen, ja, ich bin von Ashkenaz, ich bin von Holland. Vielleicht in Holland gibt es noch was, ja, ich weiß nicht, ich kenne nicht so gut, ich kenne mich nicht aus. Aber auf jeden Fall kann nicht jemand sagen von hier, von unserer Region, und sagen, ja, ich bin von Ashkenaz, meine Familie oder was weiß ich, und ich habe so eine Tradition von 3 Stunden oder 1 Stunde. Nein, das geht nicht. Also hier in Deutschland gibt es sowas nicht, obwohl alles ist gerade, der Ursprung ist gerade da hier, aber auf jeden Fall, es gibt keine Minhag HaMakom. Der Minhag HaMakom ist gerade da, so wie die ganze Welt, dass wenn Fleisch gegessen wurde, dann man wartet 6 Stunden ohne Zweifel und ohne Fragen darüber. Okay, dann die Antwort für so eine Frage, wenn jemand sagt, dass ich habe einen Minhag zu warten 3 Stunden oder 4 Stunden, dann oder 1 Stunde, egal was, dann sollte wissen, das ist falsch, kann man heute, er darf sowas nicht machen, sondern die Minhag HaMakom ist da zu warten 6 Stunden und fertig. Okay, das ist Nummer 2. Jetzt gehen wir zu der Frage Nummer 3, weiter in dieses Thema. Also als Vorsetzung zu der vorigen Frage, bei einer Unterbrechung bei der Pause zwischen Fleisch und Milch, Was ist passiert? Wir haben schon eine ähnliche Frage gehabt, aber dann kommt diese Frage, die folgende Frage: Was ist passiert, wenn jemand Fleisch gegessen, nachher, es hat gedauert schon 1, 2, 3, wir wissen später, vielleicht ist es doch ein Unterschied, aber auf jeden Fall, das ist doch unter die 6 Stunden, in der Mitte von der 6 Stunden Pause, und dann er nimmt ein milchiges Eiscreme. Und er sagt, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shehakol Nihya B'Dvaro, und er will es essen, aber, op, was habe ich gemacht? Ich bin doch in Mitte von 6 Stunden. Was soll er jetzt machen? Soll er das sofort essen? Nicht essen? Lecken? Wo ist der Konflikt? Weil von einer Seite, er darf es nicht essen, weil er muss warten 6 Stunden. Von der anderen Seite, aber er hat jetzt eine Bracha gemacht. Und wenn hat der Bracha gemacht, dann muss er was essen, weil sonst wird es ein umsonster Bracha. Dann was soll er jetzt machen? Das ist ein großer Konflikt. Essen oder nicht essen? Bracha levatala oder nicht Bracha levatala? Wir hatten das schon im Sommer, so eine ähnliche Frage, wenn jemand inmitten Fastentag, er nimmt etwas zu essen und er macht eine Bracha und dann er sich erinnert, das ist heute ein Fastentag und er darf es nicht essen. Ob soll er doch essen oder bleiben mit umsonster Bracha? Wir hatten schon damals diese Frage, aber da ist die Frage gerade hier. Dann kann man schon, also als Vorsetzung zu der vorigen Frage, kann man schon sagen, dass man soll doch unterscheiden zwischen zwei Situationen. Wenn er ist, sagen wir, in so einer Situation, dass er muss nach allen Meinungen unbedingt warten, diese Zeit. Das heißt, wenn er ist unter so einer Zeit oder so eine Umstände, dass er muss, er darf es nicht essen. Zum Beispiel, wenn er ist jetzt in Mitte von die Mahlzeit von Fleisch und er hat noch eine, sein Mund ist noch mit Rest von Fleisch. Und er ist noch keine Birkat HaMazon gemacht. Das heißt, und nach sogar eine Stunde nicht vorbei.
In so einem Fall, alle sind einverstanden, dass er darf es nicht essen. Weil das ist etwas, was er muss warten, bis sein Mund ist sauber, bis er macht Birkat Hamazon von über das Fleisch. Dass er geht mindestens er geht in andere Mahlzeit. In so einer Situation, dann alle sind einverstanden, dass bei so einer Situation soll er bleiben mit umsonst der Bracha und lieber so, als er soll essen diese Eiscreme nach dem Fleisch. Das auf jeden Fall nicht. Aber die Frage ist, wenn es schon nach Birkat Hamazon eine oder 2 Stunden schon vorbei oder 3 und selbstverständlich sein Mund ist schon lange sauber, ist die Frage bei so einer Situation, soll er das essen? Oder lieber essen und nicht umsonst der Bracha begehen? Oder lieber einfach sitzen und was soll er sagen? Umsonst der Bracha soll er sagen sofort, Baruch Shem Kol Malchut Olam Vayed. Was ist besser? Da finden wir verschiedene Meinungen. Kann man sagen so, die Sfaradim vielleicht sollen mehr strenger sein, weil, wie gesagt, der Mechaber, der Bet Yosef, der Shulchan Aruch, er schreibt, er ist der Meinung, dass 6 Stunden, es ist ein Block. Man muss immer warten 6 Stunden und kann man gar nicht machen. Ist bei so einer Meinung vielleicht alle, weil es ist Meikar Adin. Dann bei so einer Situation, bei so einer Meinung, das heißt, wenn er seit Vater und er geht nach dem Psak von Bet Yosef, muss er sowieso weiterhalten diese 6 Stunden und nicht essen und nicht lecken und soll er sagen, Baruch Shem und was kann er machen? Bachal. Aber wenn er ist ein Ashkenazi, dann es gibt verschiedene Poskim. Es gibt solche, was sagen, dann sagen die, so wir haben vorher gesagt, dass Meikaradin, die Meinung von der Ramo, von der Ashkenazim, die Basis ist, dass 1 Stunde eigentlich reicht, sondern man hat strenger gemacht für 6 Stunden. Aber wenn 1 Stunde oder 3 Stunden oder 4 Stunden sind vorbei, vielleicht kann man doch, soll er essen. Aber die anderen sagen nein, in keinem Fall. 6 Stunden in 6 Stunden, es ist so geworden, die Minag, und dieser Minag ist ganz streng und es ist wichtiger als diese Bracha von diesem Problem von Bracha Lebatala. Dann lieber soll er sagen, Baruch Shem Kvod Adam Vayed und gar nicht lecken und gar nicht essen davon. So sagen die anderen Poskim. Wie soll man genau machen? Es ist wirklich, jeder soll entscheiden, weil kann man so machen, kann man so machen. Ich habe mich gefragt, vielleicht doch soll er nur lecken. Soll er nur vielleicht schmecken von die Milchige essen und sofort spucken. Dann vielleicht verdient er dabei, das ist, verdient er damit, das ist keine umsonst der Bracha, weil er hat was genossen. Von der anderen Seite, er hat es nicht geschlungen, er hat es nicht gegessen, sondern nur ein bisschen geschmeckt. Und später, spuckt er raus. Es gibt solche, was sagen, vielleicht, das könnte sein schon eine gute Ratschlag. Aber die anderen sagen nein, weil Nummer 1, wer sagt das damit, dass er spuckt es aus, er vermeidet das Problem von Bracha Levatala. Kann sein, das ist noch weiter eine umsonst der Bracha. Weil, wenn du machst ein Bracha, Shakon Yabed warum, man muss es sofort essen. Und nicht nur spucken. Und nicht schmecken und spucken. Und ebenso, wer sagt, das ist erlaubt, zu schmecken, zu lecken, etwas Milchiges nach fleischigem Essen. Vielleicht und wahrscheinlich, also es ist verboten auf jeden Fall. Aber vielleicht, das ist das gleiche Problem wie zu schlingen. Also wir gehen nicht also zu viel zu, weil es gibt doch wirklich viele Details. In dem vielleicht sagen wir noch 2 Punkten. Das Beste ist, wenn er macht Chakol über zum Beispiel über Kaffee mit Milch und er sich erinnert, oh, es ist, ich bin fleischig, ich darf es nicht trinken. Und dabei hat er noch dazu auch Wasser und das Wasser ist auf dem Tisch und er hat in Sinnen dieses Wasser. Dann selbstverständlich soll er sofort das Wasser trinken und nicht die Kaffee. Das könnte schon eine gute Lösung sein. Das könnte schon eine gute Lösung sein bei so einem Fall.
Und noch etwas, es gibt solche, was fragen, ich verstehe nicht, also auch wenn er isst es, aber es ist ebenso Brachal Vatala, warum? Weil damit, was er isst, etwas, was nicht koscher ist, haben wir doch gesprochen letzte Woche beim Shiur Halacha, das könnte sein schon ein Problem. Weil wenn etwas ist verboten zu essen, weil es nicht koscher, dann darf man drauf keine Bracha machen. Nun, vielleicht kann man doch unterscheiden, dass es nicht wirklich nicht koscheres Essen, sondern weil das Essen ist doch erlaubt, sondern er hat ein Problem mit der Zeit. Wir haben schon gesprochen, dass wenn etwas ist verboten nur wegen Zeitverbot, dann sicher kann man drauf eine Bracha machen. Aber trotzdem, das hat zu tun mit nicht koscher. Das ist eine Bemerkung, was muss man noch klären. Auf jeden Fall, wie soll nicht sein, wie gesagt, also die Antwort zu der Frage, ob soll man das machen oder nicht, soll man essen oder nicht, muss man schon sagen, drei Sachen. Wenn er hat was auf dem Tisch, mit der gleichen Bracha, und er hatte das in Sinnen, dann selbstverständlich soll er das machen. Wenn er hat es nicht, und er muss nur das essen oder trinken, dann, wenn es ist wirklich in die ersten 2 Stunden, in die erste Stunde, in die ersten 2 Stunden, und er hat noch den Geschmack von das Fleisch, dann lieber soll er bleiben mit umsonst der Bracha als das essen. Aber wenn später, dann kommen wir zu einem Machloket Achronim, zu Machloket Aposkim, ob soll man das machen oder nicht. Es gibt solche, die sagen ja. Es gibt solche, was sagen nicht. Und jeder soll machen, wie er versteht. Okay, bis da ist die 3 Fragen über Kaschrus. Was hatten wir? Also, wir hatten 2 über Basar B'Chalav, über diese Unterbrechung. Ob soll man warten wirklich 6 Stunden oder weniger? Haben wir gesagt, ja, 6 Stunden. Aber da kamen wir zu der zweiten Frage. Was ist passiert, wenn er hat was aus Versehen eine Bracha gemacht, gesagt über die Milchke-Sache, was soll er machen? Und vorher hatten wir die Frage über koscheres Essen in einem nicht koscheres Geschirr. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage von heute, und das ist ebenso aktuell, weil wirklich, also dieses Monat war ein bisschen schwierig, und das ist die Frage von Kiddush Levana. Es war wirklich schwierig, also gestern Abend war die Sofzman Kiddush Levana, die Ende von der Zeit von Kiddush Levana für diesen Monat. Und dieser Monat war wirklich sehr schwer zu finden, die Levana, und zu sagen, Kiddush Levana, so die beide Shabbatot. Wir haben das nicht geschafft. Ich sage ehrlich, ich habe das geschafft nur heute Abend. Wobei, das ist schon nach Sofzman, das ist nach der Ramo, aber es gibt noch Bediava, das kann man noch einen Tag, es gibt solche noch 2 Tage. Deswegen habe ich das gemacht heute Abend. Vor 2 Stunden habe ich das gemacht. Und da kommen wir zu der Frage, warum machen wir Kiddush Levana nicht am Schabbat? Warum machen wir das immer am Motzei Schabbat? Und nicht, wo ist das Problem? Und ob es überhaupt erlaubt oder es ist verboten zu machen, Kiddush Levana, zu sagen Kiddush Levana am Schabbat. Das heißt, Freitagabend, darf man das sagen oder nicht? Dann, es ist üblich zu sagen, dass Freitagabend machen wir kein Kiddush Levana. Also die Nacht von Shabbat und die Nacht von Yom Tov machen wir kein Kiddush Levana. Warum? Sehr interessant. Die erste, was geschrieben gerade in diesem Thema, bezüglich dieses Thema, es war der Maharil von hier, von Ashkenaz, was er ist begraben in Wormeiser, in Worms. Er ist Avi Minagei Ashkenaz, kann man so sagen. Er ist der Papa von der ganzen Bräuche von Ashkenaz, die ganze Nussach von Ashkenaz, die ganze Nigunim von Ashkenaz, die ganze Nussach hat viele, die Melodie von die Tfilot. Was haben wir? Shabbos, Yom Tev, Rosh Hashanah, Yom Kippur? Man sagt, das kommt von Maharil. Also, wir reden schon mehrere hunderte Jahre, er war von den Rishonim, von der Choyna Rishonim, also von 500 Jahren, und er schreibt sehr interessant, der Maharil. Er sagt, dass man macht kein Kiddush Levana am Shabbat. Warum? Hör mal, warum? Sagt er? Wegen Isur Trumin. Was ist Isur Trumin? Wir wissen doch, dass außer das Verbot zu tragen auf die Straße am Shabbat, wenn es gibt keine Ruf, es gibt andere Verbot von Isur Trumin. Das heißt, außerhalb der Stadt, man darf nicht gehen,
mehr als Alpay Mama, als 2000 Ellen. Das ist ungefähr ein Kilometer, also 960 Meter. Das heißt, das ist die Trum Shabbat und außerhalb der Stadt darf man schon nicht mehr gehen. Ja, alles kann man gehen, kann man laufen innerhalb der Stadt, aber wenn es geht außerhalb der Stadt, kann man gehen, außer die Grenze von der Stadt, kann man gehen bis 2000 Ellen nicht mehr. Sagt er, sehr interessante Sache, sehr interessante Idee. Sagt er, und das ist, also die alle verstehen das nicht. Sagt er, da am Kiddush Levana, es gibt es so Trumim. Warum? Weil am Kiddush Levana ist Hakbalat Pnei Shchina. Wir empfangen quasi die Shchina. So steht. In Malaysia sagt Israel, wir sagen das am Kiddush Levana, dass am Kiddush Levana es ist Akbalat Pnei Shchina, das ist Empfang von das Gesicht von Shchina quasi. Sagt der Maharil, dass es gibt ein Issur Tchumin, auch Le Malamasara, es gibt eine ganze Diskussion, ob er in so einer Höhe, also über 10 Tfachim, über 10 Pfosten, ob es gibt überhaupt dieses Verbot von gehen außerhalb der Stadt, außerhalb der Trum, aber sagt der Maharil ja, und deswegen Kiddush Levana ist es verboten, weil irgendwie wir haben quasi einen direkten Kontakt damit mit der Schrina, was ist ganz, ganz weit. Und irgendwie wir verstoßen diese Issu von Trumin. Also die alle was wollten verstehen, also es ist schwer, also was ist genau meint er, aber so schreibt er. Und deswegen sagt er, man macht keine Kiddush Levana am Shabbat. Die anderen Poskim haben gebracht verschiedene unterschiedliche, also viele unterschiedliche und zusätzliche Gründe, warum. Einer sagt wegen Tiltul gerade, das ist eine Verpflichtung, dass wir gehen doch auf die Straße für Kiddush Levana und jeder nimmt und trägt sein Sidur. Und wer weiß, dass er geht jetzt im Hof oder manchmal muss man gehen auf die Straße. Wenn man geht auf die Straße, das ist schon ein Verbot. Und das zu vermeiden, hat man gesagt, man soll es nicht machen. Es gibt solche, was sagen, weil es gibt doch überhaupt eine allgemeine Verbot am Schabbat, wenn man verwendet Kerzen, dass er kann vielleicht da so wenden die Kerze und spielen mit die Kerze und dann kommt er zum Isur Shabbos und macht Malacha. Es gibt solche, die sagen, nein, weil dort gibt es verschiedene Bakashot, verschiedene Bitten, was wir bitten bei dieser Kiddush Levana, wir bitten verschiedene Sachen von Hashem und das passt nicht für Shabbos. Es gibt solche, die sagen gerade, weil wir sagen dort eine Fluche über unsere Feinde. Die Polen immer der Wacher, steht geschrieben, Worte, ich habe mich vergessen, also die Text, was steht dort, aber auf jeden Fall dort, es gibt bald, es kommt zur Erinnerung, es gibt irgendwie einen Satz, das ist zu fluchen gerade, ein Fluch über unsere Feinde. Ich bringe ein Sidu. Am besten immer von der Sidu. Da steht in Sidu, bei dem Text von Kiddush Levana. Ja. Das heißt, wir fluchen gerade die unsere Feinde, dass die soll haben, Bezrat Hashem am Apole. Und deswegen, es passt nicht für Shabbos. Andere sagen, weil Ben Ishchai sagt es, ich glaube, Ben Ishchai und noch ein paar Kaf HaChaim, dass ein Marvin Simcha Besimcha, dass die Kiddush Moment, Moment, Moment. Bald, bald. Kiddush Levana muss gemacht werden mit Toch Simcha, mit Freude. Und die Simcha von Shabbat, wir sind doch sowieso mit Simcha, dass diese Simcha von Shabbat, die Freude von Shabbat, stärkt für die Simcha, was man braucht für Kiddush Levana. Dagegen im Motzei Shabbat, wir sind unter dem Eindruck von Shabbat, aber das ist nicht so eine volle Simcha. Deswegen, dass es schon passt für die Simcha, was man braucht, für die Freude, was man braucht, gerade für Kiddush Levana. Ja, was willst du fragen, Asher? Hallo? Habe ich richtig verstanden? Ja, ein bisschen lauter, ich höre dir nicht. Ein bisschen lauter.
Ja. Ja, und das passt nicht für Schabbat. Auf jeden Fall, die Poskim sagen, wahrscheinlich die alle Gründen, es ist nicht die echte Gründen. Die echte Grund ist kabbalische. Das heißt, Alpi Kabbalah, nach Kabbalah, es gibt irgendwie ein Problem mit Schabbes. Das heißt, Schabbes passt nicht für Kiddush Levana. Deswegen macht man kein Kiddush Levana am Schabbat. Nicht eine Befichtung das oder das, oder tragen das Sidur oder nicht, weil kann man zurechtkommen mit die alle Sachen. Auch nicht, was der Marin sagt. Also wir verstehen nicht genau. Auf jeden Fall, was die Marin, das kann man nicht sagen, das ist nicht richtig, ja. Aber was die Marin sagt, wahrscheinlich hinter dem steht andere Sachen. Das heißt, er meint, dass es Alpisod, nach die geheime Teil, nach die geheime Teil von der Torah, nach die Kabbalah, nach Torah Tassod, es gibt irgendwie ein Problem, das kann man das nicht machen. Auf jeden Fall, die Frage ist, okay, was ist mit Schabbes? Also, was sagen die Poskim, was sieht so aus von der anderen, von der alle Poskim? Wenn es ist eine normale Schabbat, das heißt, wenn es ist noch unter die Zeit, es ist ein Schabbat unter die, die erste 15 Tage oder die erste 13, 14 Tage von dem Monat, man soll überhaupt kein Kiddush Levana machen. Aber wenn Freitagabend ist wirklich die letzte Nacht des Sofsman Kiddush Levana, die letzte Nacht von Kiddush Levana, von diesem Mann, von der Zeit von Kiddush Levana, es gibt solche Posten, was sagen, bei so einem Fall soll man das machen. Und es gibt verschiedene Geschichten über verschiedene Gedeuten, verschiedene Rabbanim und verschiedene Rebbeim und verschiedene Admoirim. Und es gibt solche, was sagen, das war auch in Lubavitch, dass doch die gemacht haben die Nacht von Schabbat. Es gibt solche, was sagen, dass der Rebbe gemacht hat in einem Jahr die Nacht von Sukkot. Aber andere sagen, das ist nicht richtig. Aber auf jeden Fall, wie soll es sein, wenn es ist wirklich Shatatrag, das heißt, es ist schon die letzte Nacht oder über die letzte Nacht, dann, es gibt solche, was sagen, es ist schon sowieso, die Zeit ist vorbei, dann soll man schon verschieden für Mitzvah Shabbat. Auf jeden Fall sagen wir klar und deutlich, wenn es ist die letzte Nacht von Kiddush Levana am Schabbat, am Freitagabend, dann kann man auch machen, wenn man hat nicht geschafft vorher, kann man es machen, auch Kiddush Levana am Schabbat. Aber von vornherein, man soll es nicht machen. Und wenn es ist die ganze Zeit wirklich vorbei, so wie jetzt, wie gesagt, heute kann man vielleicht noch machen, aber wenn es ist schon morgen oder übermorgen und da, nur dann kann man Sende Levana, weil wirklich jetzt im Winter, also wirklich die letzten Tage war schrecklich. Dann es gibt ein Rat, es gibt einen Ratschlag, das wird gegeben, wird geschrieben in die Postgame, dass obwohl es schon die Zeit ist, schon zu Ende, aber was man kann machen, kann man nehmen ein Gemore, Sanhedrin, wo dort steht die Quelle, wo dort steht die Bracha, also das ist die Quelle von der ganzen Bracha von Kiddush Levana. Aroel Levana bechidusha, sagt er so und so, dann steht dort der ganze Text von der Bracha. Dort oder in Rif oder in Shulchan Aruch oder in Rambam. Von dort kann man lesen quasi, das ist ein Trick, dass ich mache keine Bracha, reine Bracha von Sidur, sondern das ist kein Gebet, sondern ich lerne ein Daf Gemore, ich lerne ein Blatt Gemara, ich lerne eine Halacha in Rambam. Und in die Halacha, nu, in der Halacha gerade steht dieser Text, dieser Bracha. In diesem Text, was ich lerne, gerade steht die Bracha über Kiddush Levana. Das ist ein Trick, was steht doch. Das ist ein Trick, was steht doch in der Poskim, dass man soll es machen. Und es gibt solche, was haben das? Es gibt viele Geschichten, was man hat so gemacht. Das heißt, man nimmt ein Talmud, Gemore, Sanhedrin, Daf Mem Bet oder Rambam Ilchot Brachot oder Shulchan Aruch. Und dort steht die ganze Text von die Bracha von Kiddush Levana und quasi, ich habe nicht gemacht Bracha, ich habe nur gelernt etwas und das reicht, das geht. Das ist, wie gesagt, Nachhinein, wenn man hat die Bracha verpasst in den ersten Tagen von Monat. Ja, manchmal hier in Deutschland, in Europa ist schwierig. Auf jeden Fall, wie soll es sein, ist wirklich also. Soll sein, soll Mekuyim werden, soll erfüllt werden, gerade die Bracha. Was wir haben gesagt bei Kiddush Levana, dass die Pola Lehm Yomata Vafachak,
Das heißt, es soll ein Angst und große Angst über unsere Feinde fallen und die sollen zu nichts werden, sie sollen alle annullieren und verschwinden werden, Bezrat Hashem, alle sollen verschwunden werden und Bezrat Hashem, wir sollen haben eine Größe Nitzochen und alle Entführte Bezrat Hashem sollen zurückkommen, Beshalom, so wie wir sehen in der Parasha, dass Bnei Israel gebracht haben zurück, die Dina, die entführte Schwester Dina wurde zurückgekehrt und ebenso soll alle unsere Geiseln sollen zurückkommen mit Frieden und die alle Sonnen sollen platzen und alle Iden und Chassidim sollen tanzen, Bezrat Hashem. Toda Rabba, seid alle gesund, stark und freilach. Alles Gute. Amen. Yashek Amen. Amen, Rebbe, Amen. Kolto, Kolto, sei gesund. Sei gesund. Sei gesund. Das